wir haben immer genug andere Sachen, die auch noch gemacht werden müssen, sonst man eigentlich gar nicht an den Punkt kommt zu sagen, so Mist, also ich stehe da und habe kein Geld mehr und mache nichts mehr, so der Punkt kommt irgendwie nicht. Das ist insofern, es gibt genug zu tun, also man hat keine Zeit, um müde zu werden. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Das war Simon Siemsklüß von Lost Horizon und Buddelschip. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine. Und Stefan. Und begrüßen euch zur mittlerweile 88. Folge. Bevor wir starten, kommt jetzt eine kleine Kurzeinführung für alle, die uns neu entdeckt haben. Wir sind Regine Marxen, Redakteurin und Biersommelier und Stefan Henrichkeit, Musikproduzent und Hobbybrauer. Zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. Wir sind dort, wo das Bier geschieht, stellen euch die Menschen hinter den Bieren vor. Hier warten Genuss und Gaumenabenteuer auf alle, die gerne über den Glasrand schauen möchten. Unterstützt wird diese Folge von Hamburg Ahoi. Gemeinsam stellen wir euch die Leute vor, die Hamburg ein ganzes Stück besonderer machen. Natürlich durch die Bierbrille. Stefan, die letzten Wochen waren turbulent, oder? Das kann man sagen, ja. Deshalb nehmen wir diesen Podcast recht früh auf, nämlich am frühen Nachmittag, weshalb wir noch kein Bier haben. Wir haben keinen anderen Zeitpunkt gefunden. Ja, das ist richtig. Manchmal ist es ja so, er muss dann ja fertig sein zum letzten Freitag im Monat und das ist dann halt einfach so. Und wenn das mal vormittags oder nachmittags ist, dann wird da halt kein Bier getrunken. Ist wie es ist. Jedoch, wir können uns freuen, denn morgen kommt eine große Bierlieferung. Ach, toll. Sie kommt aus Belgien. Ah, und woher? Von wem? Ist selbst gebrautes. Ah. Rate mal. Dann wahrscheinlich von Michael, von Fillmore's Merci. Jawohl. Die machen wieder ihren Ostseeurlaub, ihren Familien-Ostseeurlaub hier in der Nähe. Mhm. Und sie haben einen Hamburg-Tag. Und vormittags schaut er hier vorbei und bringt eine ganze Ladung feiner Biere mit. Ich freue mich total drüber. Super. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir ihm im Gegenzug etwas von dir mitgeben, wobei die wollen den Tag noch durch Hamburg laufen, das müssten wir noch mit ihm klären, wie wir das gestalten. Genau, richtig. Aber du hast ja auch gebraut. Ja, ich habe auch mal wieder gebraut, das stimmt. Das stimmt, ja. Du hast eins meiner Lieblingsbiere gebraut, ein Erdbeer-IPA. Ein Erdbeer-Milkshake-IPA, ja. Das ist diesmal nicht ganz so rot geworden wie letztes Mal, komischerweise, aber geschmacklich ist es eigentlich ganz gut. Und in der Nase ist das der Hammer. Ja, es riecht nach Erdbeeren. Also es ist so krass, das ist so schön, das ist so Sommer. Ich freue mich total darüber. Ja, in den Zeiten, wo es gerade die ganze Zeit nur regnet. Ich bin heute auch diverse Male nass geworden. Heute Morgen tatsächlich nur so, ich komme ja direkt aus Spiekeroog, wo wir gespielt haben, ostfriesische Inseln, Wangerooge und Spiekeroog. Und wir sind einmal auf dem Weg zur Fähre komplett bis auf die Unterhose nass geworden. Das ist Sommer 2023, sag ich mal. Ja, und die Instrumente noch dabei, das ist natürlich doof, ne? Ja, die waren auch nass, nicht so schön. Jetzt trocknet ihr beide, du und dein Instrument. Derweil genau. Nehmen wir diesen Podcast auf und freuen uns, dass wir irgendwann später vielleicht noch ein Erdbeer-IPA öffnen, um so ein bisschen Sommer zu haben. Ja, ja. Zumindest ja. Im Geiste. Wir haben ja auch noch was da, denn du hast es dieses Mal nicht geschafft für das Hamburg Bier Festival zu brauen, nee, das ja stattgefunden hat. Weil ich da selber so wenig Zeit hatte und habe ich das quasi organisatorisch nicht geschafft, das da irgendwie hinzukarren. Ich habe aber ganz viele Abnehmer gefunden schon, also wir kriegen es auch so alle. In meinem Büro, ne, in der Lippe, wie wir sie liebevoll nennen, freuen die sich auch wieder über ein paar guck Flaschen. Mal, das ist doch also schön. Es wird auf jeden Fall nicht alt werden, mit Sicherheit nicht. Das ist gut. Trotzdem eine Gratulation an dieser Stelle an die Hobbybrauer Hamburg. Die haben nämlich 2.000 Euro einsammeln können an Spenden auf dem Hamburg Bier Festival in den Schanzenhöfen. Cool. Und dieses Geld geht an Kinderlicht e.V. Ja, super. Die haben immer irgendwie wie tolle Sachen, wo sie das spenden, ne? Klasse. Ja. Noch eine schöne Veranstaltung, auf die wir uns freuen können übrigens. Markus und Sarah veranstalten wieder ihr BIG. Das ist das Bier im Garten Fest. Ah ja. Das findet Anfang August statt. Und da können wir sogar. Super. Da können wir dieses Mal sogar. Das ist das erste Jahr, wo wir können. Ist das nicht toll? Großartig. Ja, ich freue mich auch schon. Positive Nachrichten. Wir haben eine negative Nachricht. Was denn für eine? Es gibt wieder einen Bottle Shop, der schließt. Oh,
Wo das denn diesmal? In Köln. Schade. Bier macht schön. Wir hatten sie schon in diesem Podcast in der Rubrik Termine. Okay. Weil die haben immer sehr schöne Geschichten, die sie machen, Tastings, wirklich originelle Tastings und haben auch jüngst Geburtstag gefeiert. Jetzt kam die Nachricht über Social Media, wir schließen zum Jahresende. Es ist ja nicht die erste Nachricht, die uns ereilt von der Bottle Shop Front. Ja, das stimmt. Die haben eine unglückliche Sandwich-Position in der aktuellen Lage, muss man sagen. Ja, das spielt da mit Sicherheit rein. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch die Tatsache reinspielt, dass auch viele Leute online mittlerweile Sachen kaufen, auch bei Brauereien direkt, was es ja vor der Pandemie in der Form auch nicht gab. Da gab es ja nur ganz wenige Brauereien, die einen vernünftigen Online-Shop hatten. Das hat sich ja ziemlich geändert. Die Leute kaufen wieder mehr im Supermarkt oder sie kaufen, vielleicht hast du recht, direkt bei der Brauerei. Ja. Und sie kaufen insgesamt weniger. Schwierig. Und ja. Die Menge der Menschen, die richtig teure Spezialbiere oder Spezialitätenbiere kaufen, wächst jetzt auch nicht wahnsinnig an. Nee. Das heißt, der Bottle Shop an sich, der ja auch noch verdienen muss an den Bieren, die er verkauft, hat es gerade nicht leicht. Nee, überhaupt nicht. Das stimmt. Schade. Ich glaube, rund 7 Jahre hat es Bier macht schön gegeben. Danke für euren Einsatz fürs Bier. Und wir hoffen, wir hören an anderer Stelle innerhalb dieser schönen, bunten Bierwelt wieder von euch. Hallo! Hallo! Das war Willkommen hier. Willkommen auf der Lost Horizon Farm. Das war Nienke. Ja, Nienke und Simon von Buddelship bzw. Lost Horizon sind aufs Land gezogen. Und zwar so richtig Land, ne? Das ist schon richtig Land, ja, das kann man sagen. Wir sind durch wunderschöne, weite Felder gefahren, dann eine Vollbremsung. Zu unserer Rechten, der blaue Container, er wurde uns beschrieben, da müsst ihr abbiegen, rechts rein. Kleiner Feldweg, rumpel, 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 rumpel. Es gibt eine Aufnahme, Social Media, da könnt ihr den Originalton hören. Dann auf einmal zur rechten Seite, Beifahrerseite, eine mächtige Eiche. Die ist um die 200 Jahre alt. Hier schlägt das Herz der Farm. Und dann ein kleines geducktes Haus dahinter mit Scheunen, angrenzenden Scheunen. Überall Natur, ein bellender Hund, buntes Kinderspielzeug, blaue Schaukeln in der Eiche, Bullabü-Feeling. Wir sind ausgestiegen und dann stand da Nienke. Mit tropfenden Haaren, das fand ich sehr süß. Du meintest irgendwann, was tropft denn hier so auf dem Fußboden? Das waren ihre Haare, die da noch so tropften. Genau, sie kam frisch aus der Dusche. Was ein Indiz dafür ist, es war jetzt recht früh am Tag. Genau, das ist so 114 Kilometer von Hamburg weg waren das, glaube ich. Das ist in der Nähe von Bremervörde. Und da das halt ziemlich über die Dörfer geht, ist man doch eine ganze Zeit lang unterwegs. 2020 sind sie dorthin gezogen. Seit 2013 gibt es die Brauerei Buddelship und sie haben damals geschrieben, 2020, als die Brauerei umziehen musste aus Hamburg, weil sie ihren Raum verlassen mussten, hier in Hamburg. Das ist ein Riesenschritt für uns. Mhm. Das ist ein kleiner Changemaker. Wir haben uns entschieden, was ganz Großes zu machen. Und wir waren ja jetzt dort und ich glaube, wir können beide bestätigen, das ist was ziemlich Großes. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Riesenmenge Arbeit, die da noch reingesteckt werden muss. Das hört man ja auch schon an dem Zitat, das wir vorne rausgesucht haben. Was ist denn das Große, was ihr da plant? Naja, das Große ist eine Farmhausbrauerei. Ja. Alles, was sie da machen und produzieren soll, auf dieser Farm produziert werden. Sowohl was die Geneva-Geschichten angeht von Nienke, als auch die Biere. Ja, wobei bei den Bieren halt man Abstriche machen muss, da kann nicht alles da produziert werden. Vor allen Dingen, was Buddelship-Biere angeht, könnte es eng werden. Genau. Aber sie wollen versuchen, einen möglichst geschlossenen Kreislauf zu schaffen. Landwirtschaftliche Bierproduktion. Ja. Sie sind damit Exoten, aber sie sind nicht alleine mit der Idee. Ja, ich erinnere mich, wir haben ja irgendwie jetzt, wenn man europamäßig guckt, in Belgien Hof ten Dormaal mal besucht. Da war das ja auch so, dass die halt vieles angebaut haben drumherum und eben halt das selber alles machen wollten. Auch irgendwie ein ganz tolles Projekt. Ähnliche Idee, genau. Ja. Landwirtschaftliche Bierproduktion in Belgien gibt es insgesamt, glaube ich, auch mehrere Beispiele, die in diese Richtung gehen. Trefontaine zum Beispiel hat ja auch, macht ja auch viel mit ihrer Gersteanbau und so weiter. Wir haben auch Was heißt eine lustige? Wir haben eine Zuschrift bekommen auch und lustig ist, dass sie
in diesen Zeitraum kam. Ja. Von Claudia, die sagte, hey, ich arbeite bei einem ganz tollen Projekt und zwar bei Rotes Pony in Augsburg. Mhm. Und die passen auch super da rein tatsächlich. 2017, kurze Geschichte dazu, 2017 ließen Katharina und Manuel Förg die alte Schäferei in Bergheim aufleben und haben die nach streng ökologischen Kriterien wieder aufgebaut. Und 2018 holten sie dann die Biobrauerei Rotes Pony dazu. Das, dahinter stehen Jerome Geier-Klingeberg und Christopher Dedke. Und die waren beide vorher Hobbybrauer und die haben diese Biobrauerei gegründet, dann mit auf dem Hof. Und die gibt es da seit 2020. Und das muss sehr, sehr nett sein, weil da leben so knapp 300 Hühner inzwischen. Okay. Achtung, es sind spezielle Zweinutzungshühner. Ach, was ist das denn? Das frage ich bei der Bier im Garten Veranstaltung. Sarah und Markus, die haben auch Hühner. Vielleicht können die mir sagen, was ein Zweinutzungshuhn ist. Die haben allerdings nicht so viele, ne? Und tatsächlich, nee, die haben nicht so viele, glaube ich. Rund 40 davon sind das spezielle Augsburger Huhn. Ach. Ja, und die ernähren sich weitgehend von Bierträber. Ah. Okay. Die Gerste stammt da auch aus der Region und vier Landwirtsfamilien, Bauern bauen dort ökologisch diese Gerste an für dieses Projekt und sie bauen inzwischen aber auch selber Gerste an und der Hopfen kommt aus der Fränkischen Schweiz, ist auch biozertifiziert und dafür haben sie 2022 den Augsburger Zukunftspreis bekommen. Ach cool. Fand ich super spannend, wollte ich mal anteasern hier. Mich interessiert wiederum, ob unsere HörerInnen solche Projekte auch so spannend finden. Vielleicht sollten wir mal mehr über die machen. Schreibt uns doch mal, ob ihr solche Themen spannend findet. Ja, das wäre doch super. Cool. Landwirtschaftliche Bierproduktion. Noch ein Beispiel, Jan Kempker. Mhm. Den hatten wir ja schon mal. Richtig, der war zusammen mit Philipp Overberg im Rahmen der Grutkultur, genau, Grutkultur hieß das Ganze. Grutkultur-Festival in Münster, 2020 fand das statt. Direkt vor der Pandemie. Ja, da haben wir sie besucht und haben mit ihnen über historische Biere gesprochen. Und Jan Kempker ist sehr versiert in der Bier- und Brauergeschichte Münsterland und hat auch einen Bauernhof, arbeitet eng zusammen mit den Landwirten in der Region, ja, um eben auch eine landwirtschaftliche Bierproduktion auf die Beine zu stellen. Das macht er auch schon mit seinen wirklich sehr feinen Bieren. Ja. Und er sagt, die Leute haben es vergessen, aber Bier ist ein fester Bestandteil der Landwirtschaft. Mhm. Und da möchte er gerne wieder hin. Ja. Ich erinnere mich übrigens wirklich sehr, sehr gerne an die Grutkultur. Ja, das war eine schöne Veranstaltung und da gab es, glaube ich, insgesamt 32 Biere und wir hatten unseren Freund Bosch, André Krüger, mit und wir haben auch, glaube ich, alle 32 probiert. Er hat die angelegt? Genau, alle? Er hat die alle bei Untappd angelegt, die noch nicht da waren, ganz tapfer. Und dann haben wir uns da einmal komplett durchprobiert. Das war toll, da waren spannende Sachen dabei. Ja, ich habe dort zum ersten Mal Biere von Neville Wild Ales aus den Niederlanden getrunken. Mhm. Wahnsinnsbiere. Also wenn ihr euch für diese wilden Biere interessiert und ihr kennt die doch nicht, ich denke, viele von euch werden die schon kennen, wenn noch nicht, versucht die mal zu kriegen. Das ist total spannend. Ja. Ich habe noch ein Beispiel. Na, was denn? Guggenbräu. Achso, von denen hast du erzählt, ne? Ja, ich bin großer Fan tatsächlich. Guggenbräu aus Südtirol. Ich habe die auf der Biercraft in Bozen kennengelernt in diesem Jahr. Ist wirklich ein ganz, ganz sweetes, tolles Festival. Und habe seitdem echt den festen Plan, Matthias, den Brauer, auf seinem Hof zu besuchen. Mhm. Weil das ist ein echtes Familienprojekt, das muss sehr beeindruckend sein. Der Hof gehört nämlich seinem Schwiegervater Hans, der wohnt dort auch noch, zusammen mit seiner Frau. Und Matthias lebt dann auch dort mit seiner Frau, sprich ein echtes Familienprojekt. Und die betreiben dort gemeinsam die Landwirtschaft, bauen eben Hopfen und Gerste an und brauen dann entsprechend Biere. Und zwar super spannende Biere. Ja. Ich bin auf ihn in Bozen, da waren ja wirklich einige Brauereien, ich bin auf ihn gestoßen, weil ich dort den Bierdoktor getroffen habe. An dieser Stelle schöne Grüße an Johannes Sauer, der Bierdoktor, der jetzt meines Wissens ganz in die Bierszene gewechselt ist und ganz viel bei Orca macht. Und der hat mir damals Matthias vorgestellt, und weil er auch mit ihm zusammen gemeinsam Sude gemacht hat.
war eine ganz tolle Erfahrung. Also wir sollten auch mal nach Südtirol fahren, in die Region Bozen. Gott, wo müssen wir denn noch überall hin? Ja, wir haben viele Reisepläne. Diese ganzen Tipps verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, damit ihr auch eigene Reisepläne machen könnt. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu unserem jetzigen Gast, zu Nienke und Simon, oder? Meinst du, wir sollen ihnen mal die Bühne geben? Ich denke, das sollten wir tun. Auf geht's. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Ja, wir sind hier mal ein bisschen aus Hamburg rausgefahren. Wir sind in Frelsdorf und das ist in der Nähe von Bremervörde und wir sind bei Simon und Nienke von Puddleship bzw. Lost Horizon. Was ist denn jetzt richtig? Das ist beides richtig. Ah, ja. 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 Okay. Das läuft hier parallel beides. Es läuft schon parallel, wird parallel laufen und ist eigentlich ja auch schon in Hamburg parallel gelaufen, als wir da noch in Stelling die Produktion hatten, weil wir da auch schon unsere holzfassgelagerten Biere rausgebracht hatten. Unter anderem auch das erste Lost Horizon. Mhm. Das war, glaube ich, 2019. Das war ein Flanders Red. Und ein zweites kam auch noch. Das war mit den Huskap-Beeren, das Lambic, so ein Lambic-Style-Bier. 2020 eigentlich genau kurz bevor wir raus mussten, ist das noch in die Flasche gekommen. Mhm, aus der Brauerei raus mussten. Genau, also diese ganze Idee ist ja eigentlich auch schon von Anfang an da gewesen. Ist dann jetzt nun fast so weit, dass wir es umgesetzt haben. Die Idee, eine Farmhouse-Brewery zu machen. Ja, genau. Und Destillerie, also, vergessen wir nicht. Ja. Schnaps und Bier. Ja, die Idee, das alles unter ein Dach zu bekommen. Das wird sich jetzt zeigen mit den Marken, wie das funktioniert. Aber ich denke eigentlich schon, dadurch, dass das so zusammengewachsen ist, wird das eigentlich auch ganz gut weiterlaufen können. Wo man sieht auch bei einigen anderen Brauereien ähnliche Projekte, wo halt so kleinere Marken, sag ich mal, Submarken entstehen, wo dann halt eher speziellere Sachen noch gemacht werden, die irgendwie in diese Core-Range-Geschichte nicht ganz reinpassen. Hm. Also das ist, glaube ich, ganz gut, um einfach das ein bisschen klarer rauszuarbeiten und sich auch ja besser zu differenzieren. Es ergeben sich zwei Fragen. Ich muss mal überlegen, mit welcher ich anfange. Ich fange mal, um Nienke auch in dieses Gespräch reinzuholen. Brennerin ist in the house, hat sie gerade gesagt. Ja. Mit deiner Marke gliederst du dich da auch ein unter diese Dachmarke sozusagen, über die wir jetzt gesprochen haben? Ja, es würde natürlich noch immer die Philosophie Geneva haben, sodass ja, ist meine eigene Marke auch. Das ist auch sehr persönlich, was ich da produziere. Das sind Genevers, aber die sind so mit mir gewachsen eigentlich. Deshalb habe die auch alle so Namen von meiner Freundin, Schwester, Mutter. Aber es würde auch Lost Horizon Spirituose geben. Und das würde so in wahrscheinlich nicht Geneva sein, aber wir haben natürlich die ganz viele Obstbäume gepflanzt. So, ich möchte sehr gerne Obstbrände und dann auch Äpfelbrände, also Richtung Calvados, in die Art Calvados-Brenner. Und auch Getreidebrände, so in die Richtung Whisky oder Bourbon. So eigentlich mehr, wo die mit meiner so Originalbrände habe ich natürlich immer so ganz viel mit Botanicals gemacht und diese würde auch ganz viel mehr, so ein bisschen mehr rough, so auf das, ja, wie heißt das, das Ursprungsprodukt, so die Apfel oder die Getreide sein. Mhm. Das passt auch gut zu das Bauernhaus und wir können hier natürlich viel mehr experimentieren mit verschiedenen Apfelsorten und mit verschiedenen Getreidesorten. Also das ist auch sehr interessant für mich und dann noch mehr zu experimentieren mit die Vergärung davon auch. Aber es würde dann Lost Horizon, würde so beide eine Marke für die Biere, so wird vergorene Biere sein. Und wir haben natürlich auch schon eine Cider ausgebracht und dann auch verschiedene Brände. Mhm. Ja, sagt das so deutlich, oder? Ja. Ja. Ihr ergänzt euch perfekt. Zweite Frage. Du sagtest, von Beginn an war das die Idee. Wann beginnt denn die Zeitrechnung? Was heißt denn, von Beginn an war es die Idee, so ein Projekt hier zu machen? Gut, ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, das ist dann und dann entstanden im Kopf von einem von uns. Aber ich glaube, es hat sich so zusammengefügt, dass wir eigentlich beide
irgendwie mal wieder aufs Land raus wollten, in irgendeiner Form, weil wir beide vom Land gekommen sind oder nicht, ja, wenn auch nicht direkt aufgewachsen, zumindest familiär Ursprünge dort hatten und uns auch eigentlich immer dort sehr, sehr wohl gefühlt haben, wenn es mal irgendwie möglich war, aus der Stadt rauszukommen, urlaubsmäßig oder so, irgendwo hinzufahren, wo mal nichts ist. Und das ergänzt sich eigentlich auch ein bisschen mit dem Bierbrauen oder mit dem Brennen, dass es eigentlich noch viel schöner ist, wenn man es in der Natur macht und nicht in irgendeinem Gewerbegebiet. Insofern ist das ja so eine Schnittmenge daraus eigentlich. Aber zeitlich kann ich dir das jetzt nicht so genau sagen. Dann und dann ist der Gedanke entstanden. Wir haben schön für Bauernhöfe geguckt, wenn ich noch schwanger mit Eiser war. Und also das muss 2017 sein gewesen, wenn wir damit angefangen haben. Und dann haben wir das natürlich ja schön von gesprochen, so für eine Jahre. So eigentlich war das relativ lange schon geplant, aber wir haben sehr, sehr lange gesucht für etwas, was funktioniert für uns. Ein Bauernhof, was tatsächlich auch passt, was auch groß genug ist, was ausreichend viele so Nebengebäude hast. Ja, wir haben 3 Jahre gesucht, ist das dann? Ja, über 3 Jahre. Ja. Ja. Ihr habt gerade eben eine Führung mit uns gemacht und ich war sehr beeindruckt, weil es A, wirklich schon toll ist, was ihr hier gerissen habt. Aber es ist so offensichtlich, dass so wahnsinnig viele Baustellen da sind. Und was mich kirre machen würde, dass diese Baustellen in der Brennerei und in der Brauerei verankert sind und im privaten Bereich. Da habe ich gedacht, mein Gott, wie priorisiert ihr das und wie macht ihr das? Ja, also es ist, wenn ich das mal... oder meine Meinung, keine Ahnung. Wie machst du das? Ja. Vielleicht haben wir so beide ein bisschen ein anderes. Das Haus war jetzt nicht in dem fittesten Zustand, richtig? Nee, das war relativ entkernt, sagen wir mal so. Und zerwohnt kann man gar nicht so richtig sagen, weil es stand ja leer so lange. Es war wirklich viel zu machen. Und andererseits war auch schon, also so ein bisschen, entkernt trifft es eigentlich doch ganz gut. Wir konnten uns da ganz gut ausbreiten und entfalten, weil irgendwie doch nichts mehr übrig war von dem. Also zumindest unten im oberen Teil des Hauses mussten wir noch sehr viel rausholen. Das war auch eine Schweinearbeit. Aber im Prinzip haben wir uns da schon erstmal aufs Haus ein bisschen konzentriert, weil wir irgendwie auch mit Kindern wir können zwar irgendwie viel wegstecken, was so mit wenig Zurechtkommen angeht, aber dann irgendwie mit Kindern fließendes Wasser und Heizung ist, glaube ich, schon irgendwie, sollte man schon mal machen. Und da ging dann auch sofort recht viel mit einher, um das halt alles irgendwie. Wir sind ohne angefangen, ne? Ohne Heizung, ja. Ohne fließendes Wasser, also echt ohne Toilette oder. Aber immerhin Strom. Und, nur Strom, das war hier, ja. Ja. Naja, und wenn man dann schon mal anfängt, dann ist es halt auch so, dann muss man auch gleich alles andere, was da irgendwie noch mit anfällt, gleich mitmachen. So. Und dann ist daraus dann doch. Jetzt zumindest am Anfang recht viel Arbeit geworden, was in den Teil reinging und die Brauerei, Brennerei leider noch ein bisschen nach hinten gestellt hat. Aber jetzt denke ich mal, sind wir so an dem Punkt, wo es auf jeden Fall umgekehrt ist. Und das Haus wird jetzt vielleicht auch hier und da ein paar Baustellen irgendwie behalten die nächsten Jahre. Aber jetzt wollen wir sehen, dass wir die Produktion zum Laufen kriegen. Aber ja, es ist sehr anstrengend, eigentlich permanent an allen Ecken was zu tun zu haben. Und das auch optisch, also optisch vor der Nase zu haben die ganze Zeit, dass da irgendwas halbfertig ist. Genau, um das nochmal klarzustellen, ihr habt ja schon hier gewohnt zu diesem Zeitpunkt, als es hier nur Strom gab. Ja. Ne? Also da wart ihr schon voll hier. Ja, wir haben mit einem Zimmer angefangen und uns dann so nach und nach weiter getastet. Ja, so was jetzt ISIS Zimmer ist, da sind wir so angefangen und im November 2020 ist Simon hier angefangen, aber dann war die Straße auch noch so dreckig, dass man überhaupt nicht darauf fahren haben könnte mit einer so LKW. Ja. So, dann haben wir die da so vorne ausgeladen und dann 150 Meter über das so, ja, Schlamm, so Palette getragen und mal Sachen schon hier reinzustellen. Und dann habe ich so die Zimmer so ein bisschen, ja, fertig gemacht, so die ganz dreckige Decke abgeholt und da ein kleines Zimmer fertig gemacht. Und dann haben wir hier so parallel, aber dann haben wir noch in Hamburg gewohnt und hier parallel so ein bisschen gebaut. Mhm. Und ein Jahr später oder im Sommer sind wir dann hier hingezogen. Das war auch das Moment, dass dann Eise in der Kita ging, so die war dann 3 geworden. Und dann ist das natürlich auch praktischer, wenn du dann
dann mal direkt auch umzieht. Ja. Und dann war eigentlich schon hier so das Wohnzimmer fertig, Schlafzimmer, also für die Kinder das Schlafzimmer. So eigentlich, seit wir hier richtig wohnen und auch kein anderes Haus mehr haben, seit dann haben wir noch das Haus in Hamburg gehabt, wo wir dann duschen können und ja, so Aufwärmer und ja. Und ja, aber ist das Haus eigentlich hier unter relativ gut. Aber leider haben wir auch schon angefangen, hier oben auch noch aufzubauen. Aber ja, dann haben wie, wie wir… Wie groß ist das Haus? Ja, ist unglaublich groß. Ich glaube, das ist 400 Quadratmeter. Doch. Und die Fläche drumherum, die ja auch für das Projekt Farmhaus Brewery… So 2 Hektar, so ein klein bisschen weniger als 2 Hektar ist das Grundstück. Ja, so das 1. ist der Fußboden, der hier knarrt, falls sich jemand fragt. Und der Stuhl. Und der Stuhl. Ja. Simon muss auch mal hinsetzen auf ein richtiges Sofa. Ja. Genau. Das heißt aber, also um das auch nochmal zu sagen, der Plan ist hier wirklich Farmhouse Brewing und dann wirklich einigermaßen autark auch mit den Rohstoffen zu sein, zumindest in einem gewissen Rahmen. Ja, ja, ganz genau. Also das dahin soll es natürlich führen, dass das noch ein paar Jahre dauert, ist klar, weil allein die Obstbäume natürlich mit, ich glaube, 2-3-jährige Bäume, die halt auch erst irgendwie mit, weiß ich nicht, 8 oder 10 Jahren dann wirklich in, oder 10 Jahren wahrscheinlich gerade mal ersten vollen Ertrag haben werden. Das ist also schon, das ist einmal so der Zeithorizont, was so die Obst, die Streuobstwiese angeht. Die und Bäume da, sind jetzt 5 Jahre alt. Ja, und daran orientieren wir uns eigentlich auch so ein bisschen fürs gesamte Projekt, dass wir sagen, bis dahin wollen wir dann auch sehen, dass wir soweit Flächen pachten konnten für den Getreideanbau, dass wir da irgendwo einen Weg finden werden, das auch entsprechend zu vermelzen. Und bis dahin, wenn wir auch so ein bisschen rausgearbeitet haben, was wir sonst so brauchen, an vielleicht Beerenobst oder Kräutern und wie wir das alles auf die Beine stellen, dass wir dann halt irgendwie an dem Zeitpunkt in der Lage sind, wirklich 100% aus eigenen Mitteln zu arbeiten. Und der Weg dahin ist dann eben halt das nach und nach aufzubauen und die einzelnen Bestandteile sozusagen irgendwie fertig zu bekommen und oder ja, sag ich mal, ein bisschen Struktur reinzubekommen in das Ganze. Ich meine, anfangen wollen wir natürlich schon viel früher, aber dass wir sagen so, okay, ein bisschen Klarheit, was jetzt eigentlich genau, wie werden wir unsere Produkte entwickeln, was genau brauchen wir dafür und dass wir dann halt in den circa 10 Jahren, jetzt sind es ja noch ein paar weniger sind es ja schon, wirklich alles zusammen haben. Für dieses. Also ihr habt wirklich so einen 10-Jahres-Plan gemacht, als ihr angefangen habt. Ja. Ja. Und da sind jetzt dann so 2,5 von vergangen. Ja. Die erste. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht, wir haben jetzt auch nicht wirklich einen festen Tag für den Start der Produktion, weil das einfach auch nicht wirklich vorhersehbar war. Wir hatten da auch, das muss ich mit der Gemeinde klären, hier sind wir im Außenbereich und da gibt es ja auch viele, viele Beispiele von Leuten, die im Außenbereich was machen wollten, wo das gar nicht geklappt hat. Insofern sind wir schon mal sehr, sehr froh, dass überhaupt der Weg frei wurde, um das hier zu machen, so wie wir es machen wollen. Was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und weil es ja im Prinzip für die Gemeinde erstmal irgendwo was Gewerbliches ist, was wir hier machen wollen und so den Ansatz rüberzubringen, dass wir als landwirtschaftlicher Betrieb brauen und brennen möchten, das kennt man halt nicht. Und das muss man erstmal dann irgendwie entsprechend erklären. Und das gibt es in der Form tatsächlich in Deutschland eigentlich. Ansatzweise denke ich da an Kempker. Der plant ja auch sehr viel mit eigenen Rohstoffen und versucht, das alles zusammenzukriegen. Aber ihr seid da schon Exoten im nationalen Bereich, oder? In der Bierproduktion. Ja, also wir haben auch geguckt, es gibt schon hier und da mal international vor allen Dingen ähnliche Projekte oder auch welche, die es schon länger machen. Aber ich glaube, so in der Reinform, sag ich mal, dass es wirklich so gedacht ist, dass es komplett aus eigenen Mitteln alles entsteht, wie man das vielleicht beim Wein macht oder wie es beim Wein der Normalfall eigentlich ist, denke ich nicht. Also wüsste ich jetzt. Ich habe in Bozen Guggenbräu kennengelernt in Südtirol. Hm. Die machen auch eine landwirtschaftliche Bierproduktion. Ja. Ihr solltet euch vernetzen. Ja, genau. Und der sagt auch, das ist tatsächlich herausfordernd, auch weil die Leute das oftmals gar nicht so verstehen. Das Produkt Bier. Dass das so ja entsteht. Bier aus Getreide kommt, ne? Ja, und dass das auch vom Land kommt. Ja, ja. Genauso wie Trauben eigentlich oder so, ja. Wo man das bei Traube kennt, man so, ein Bauer macht die Trauben und macht da auch
so Wein raus, aber bei Bier ist das so getrennt, aber das ist natürlich traditionell nicht das Fall. Das ist, ja, war erst natürlich auch ein Produkt. Aber das, ja, und ich glaube, das ist auch, warum Bier so ein bisschen eine andere Richtung genommen hat. Seit im Wein kennt man auch immer ganz viele unterschiedliche Traubensorten, die dann so irgendwo besser wachsen oder das muss auch nicht das meist effiziente sein. Ich sage immer so in die Elsass oder Champagne. Ja, da geht es natürlich nicht um, dass das das meiste Zucker halt hat, dass die Traube, das ist wichtiger, dass die Traube einfach richtig gut schmeckt, ja, so dass man richtig gute Wein daraus macht. Aber im Bier hat man so die Bauern, dann hat man die Mälzerei und dann hat man eine Brauerei. Also das ist alles voneinander getrennt und man hat unglaublich viele Bauern, so 5 Mälzerei und dann unglaublich viele Brauereien, aber die Brauer dann am Ende alle mit einer Mischung von, die eigentlich die Mälzerei feststellt. Und deshalb kennen wir auch nicht mehr, dass wir mit unserer eigenen Sorte Brauer oder unsere eigene Sorte Getreide interessant finden oder damit variieren. Das gibt natürlich, ja, es gibt zum Glück schon verschiedene Projekte, die damit experimentieren. Ja. Ich finde auch immer selbst das Projekt von Driefontein in Belgien natürlich sehr interessant, auch dass seit ich sehr gutes Bier mache. Das, und die arbeite auch viel mit Bauern in der Gegend zusammen, ja, und experimentiere mit vielen unterschiedlichen so Getreide- und Weizen, Gerste- und Weizensorte. Ja, so, wir sind nicht die Einzige, aber ja, dass wir das alles so eigentlich relativ klein und mit unseres eigenen Bauernhof machen, ist nicht, ja, ist ein Traum, vielleicht auch ein bisschen crazy. Wir sprachen über Hürden, genau. Lass uns auf euer Projekt nochmal genau eingehen. Es gibt verschiedene, das als Gewerbe anzumelden, landwirtschaftliche Bierproduktion ist neu, das muss man erklären. Welche Hürden gibt es weiterhin in diesem Produktionslauf, den ihr hier plant mit euren Produkten und was ich brauche, um Bier zu brauen? Ja, also ich glaube, das eine haben wir schon gesagt, genau, erstmal überhaupt die Möglichkeit, gewerblich im Außenbereich aktiv zu werden. Im Umkehrschluss, um das landwirtschaftlich zu machen, bräuchte man eine sogenannte Privilegierung, die wir allerdings auch nicht haben, weil der Hof dafür A, eigentlich ein bisschen zu klein ist und B, muss man halt nachweisen, dass der landwirtschaftliche Betrieb auch schon tragfähig ist. Und das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man gerade neu gegründet hat und noch gar keine Produkte hat. Insofern sind wir da auch so ein bisschen ins Leere gelaufen mit dem Ansatz und glücklicherweise hat sich das dann über die gewerbliche Nutzung oder die Umnutzung, die wir hier machen werden, geklärt. Und dann daraus ergibt sich dann eigentlich auch schon gleich als nächstes die Hürde, im Außenbereich mit Wasser zu arbeiten, beziehungsweise das Abwasser, was bei uns anfällt, entsprechend loszuwerden. Und das war dann eigentlich auch oder ist im Prinzip der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte, das so zu lösen, dass wir da die Anforderungen erfüllen. Und das war halt auch wieder so ein bisschen Überzeugungsarbeit und erstmal den ganzen Ablauf zu erklären, wie Bier eigentlich gebraut wird und was da entsteht und was man für Produkte benutzt zur Reinigung oder was für Nebenprodukte oder Abfallprodukte da eigentlich anfallen, weil das bei vielen halt auch eher so ein bisschen industrielle Ideen hervorruft, die eigentlich weit weg sind von dem, was da wirklich passiert. Und dann haben wir da entsprechend das mal aufgearbeitet. Es gibt ja Analysen von Brauabwasser und all solchen Sachen, auch von verschiedenen großen Brauereien. Das ist ja dann auch mal ein großer Unterschied sogar, also ob es jetzt eine kleine oder eine große Brauerei ist, die Abwasser produziert. Daraus abgeleitet, zusammen mit einem Planer, der uns bei der Entwicklung unserer Kläranlage hilft, haben wir dann so ein Konzept, sag ich mal, erstellt, was wir der Gemeinde vorgelegt haben, um zu zeigen, so und so. Und das Ganze wird dann auch die Richtwerte, die es ja gibt für Brauereien, ganz klar auch im Außenbereich oder für die direkt einleiten, wird diese Richtwerte halt erfüllen. So, und das ist jetzt im Prinzip das, was dann auch nochmal umgesetzt werden muss mit der Anlage, die wir da planen. Und dann sind wir, glaube ich, jetzt, was Hürden angeht, die da irgendwie auftauchen, erstmal das Gröbste, es wäre dann damit eigentlich abgearbeitet. Wir haben natürlich auch noch Brandschutz, das ist immer ein schönes Thema. Brandschutz ist
auch hier auf dem Land natürlich wichtig. Und wir werden das, denke ich mal, mit dem Löschwasserbrunnen sozusagen abarbeiten müssen, dass wir hier genügend Löschwasser zur Verfügung stellen. Hm. Wassermäßig plant ihr dann einen eigenen Tiefbrunnen oder wie funktioniert das? Wir planen einen Brunnen, aber man muss natürlich immer gucken, wie gut das Wasser dann ist, wenn das rauskommt. Ja. Leider kann man das nicht so planen, dass man das schon weiß. Ja, Eigentlich muss das erst so anbohren und dann das Wasser testen. Alles aber klar. Wir brauchen das überhaupt, seit wenn du einen eigenen Brunnen hast, hast du auch eigene Löschwasser für, ja, wen die Feuerwehr das macht. Und ist ja wahrscheinlich auch ganz interessant für Bewässerung von den von Bäumen. Von Getreide und so weiter. Darf man das überhaupt nutzen und natürlich hast Wasser zum Saubermachen. Mhm, ja. Das meiste Wasser, was man nutzt, in Brauerei, Brennerei, ist für Saubermacher, Kühler und solche Sachen. Das Brauwasser selbst ist dann noch ein kleines Teil. Aber das würde natürlich sehr interessant sein, mit dein eigenes Wasser zu brauen, seit Wasser, was aus einer Leitungswasser kommt, ist natürlich, hat immer ein bisschen Chlor dabei und das ist natürlich nicht optimal für die Vergärung. Ja. So, das würde sehr interessant sein. Ja, so, wir bohren auch eine Brunne. Ihr habt da die Anlage, wir haben sie schon halb gesehen und wir sahen auch schon das Kühlschiff oben. Klassische Brauweise, die ihr dann hier verfolgen werdet. Und was sich da noch stellt, die Frage Hürde, ein Brauer ist ja kein Landwirt, ne? Also wo holt ihr euch das Know-how her? Wir sind mit euch hier, ihr baut Hopfen schon an oder versucht Hopfen anzubauen. Wie funktioniert das? Getreide versucht ihr. Du sprachst von den Obstbäumen, die habt ihr ja auch hier selber gepflanzt, veredeln lassen. Das sind ja auch Experimente. Nicht jeder Baum, haben wir gesehen, hält durch. Alles irgendwie dann doch mit viel Liebe selbst gemacht, aber trotzdem ist man ja kein Landwirt, ne? Oder Landwirtin. Nee, aber es gibt natürlich ganz viele Landwirte hier, so dass in der Gegend, wo man mitreden kann. Und auch so Bäume kriegt man von einer Baumschule und die Baumschule kommt hier aus der Gegend, macht auch alles Bio, kann man auch gut mitreden. Es gibt natürlich unglaublich viele gute Bücher über so, auch wenn man gerne arbeiten möchte mit so andere Gedanken wie Trockenlandbau und so biologisch und muss man natürlich selbst auch ganz viel lesen und dann mal deine so Theorie mit anderen besprechen. Aber ich bin natürlich auch keine ausgebildete Brennerin, ne? Und das hat auch am Ende funktioniert. Simon ist ausgebildet, aber ich bin ich habe Wirtschaftslehrer und Philosophie studiert, so dass ich kenne mir auch nicht offiziell aus mit Brenner, aber wenn man natürlich ganz viele andere Brennereien anguckt, mitmacht, selbst experimentiert, lernt man natürlich auch ganz viel. Und Bücher und das Internet und so weiter, ja. Aber wie finanziert man das? Ich meine, ihr braut jetzt ja Buddelschip, die Biere, glaube ich, in Berlin. Ist das noch der aktuelle Stand? Der Großteil, ja. Nicht alles, aber genau, im Moment kommt das meiste aus Berlin. Das heißt, die Produktion steht nicht still, die läuft weiter. Ja, genau. Lost Horizon gibt es ja schon als Marke. Man kann sie in euer Bar Orlam, die es ja auch noch gibt, die möchten wir hier erwähnen, in Hamburg, kann man die trinken. Ja. Ganz hervorragende Biere gibt es auch, so wie Buddelschip-Biere ja auch. Aber wie finanziert man so ein ambitioniertes Ding wie dieses? Reicht das, was ihr nebenbei noch an Produktion habt, und kann das später sich tragen mit Farmhouse-Ales? Also es ist natürlich nicht genug jetzt aus dem laufenden Betrieb heraus, es ist nicht möglich, das zu finanzieren. Und für uns hat sich jetzt auch das erst so ein bisschen herausgearbeitet, was wir eigentlich da noch alles machen müssen durch den Genehmigungsprozess. Also wir haben jetzt verschiedene Wege natürlich schon eingeschlagen. Einmal Finanzierung, klassischer Weg über Banken. Was eigentlich für uns jetzt gerade das Wichtigste ist, natürlich das eigene Crowdfunding, was wir gestartet haben für Lost Horizon, insbesondere mit Bezug auf die Wasserthematik, also den Brunnen und die Kläranlage, die Pflanzenkläranlage, die wir da bauen möchten, was natürlich so, sag ich mal, der Dreh- und Angelpunkt ist, und den Rest der Installation gibt's, das ist wieder so ein bisschen so eine Ressourcenthematik, ein Netzwerk, wie auch jetzt Erfahrungswerte für die Landwirtschaft. Es gibt auch viele
in unserem Bekanntenkreis, die nicht nur handwerklich begabt sind, sondern auch handwerkliche Unternehmen haben. Und da gibt es auch noch Möglichkeiten, darauf zurückzugreifen, dass man da Unterstützung bekommt, was jetzt zum Beispiel irgendwie, was ich vorhin erwähnt habe, der Fußboden unserer Brauerei, der gemacht werden muss. Also da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel da Leute zu finden, die einem da helfen können. Aber ja, genau, das ist halt im Prinzip so, dass wir da noch hart arbeiten müssen, um die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Ja, Fun Fact am Rande, ihr habt da schon sehr viel drinnen stehen, wo die Brauerei stehen soll, unter anderem auch Teile der Brauerei. Ja. Das muss alles wieder raus, demnächst, weil der Boden dann gemacht wird. Ne? Ja. Aber man kriegt da drin Übung, also man kriegt auch im Tank bewegen Übung. Aber jetzt ehrlich, so an euch beide, das ist ja eine großartige Idee, aber irgendwie auch Sisyphus-Arbeit, jetzt nur allein am Beispiel dieses Fußbodens, die Finanzierung steht noch nicht. Seid ihr beide nicht manchmal ein bisschen müde? Naja, es ist natürlich frustrierend, wenn man sehr viel länger braucht, als man eigentlich mal dachte. Andererseits, es ist dann halt so, ne? Man muss halt irgendwie gucken, dass man die Zeit anderweitig nutzt. Und glücklicherweise ist es so, dass wir eigentlich nie, wir haben immer genug andere Sachen, die auch noch gemacht werden müssen, sodass man eigentlich gar nicht an den Punkt kommt, zu sagen, so Mist, wie mache ich jetzt, also ich stehe da und habe kein Geld mehr und mache nichts mehr, so der Punkt kommt irgendwie nicht. Das ist insofern, es gibt genug zu tun. Mhm. Also man hat keine Zeit, um müde zu werden. Geht man das halt auch so? Auch, ja, man hält auch daran fest, dass am Ende würde das natürlich das Beste der Welt sein. Na, dann haben wir unsere eigenen, habe ich eine richtig tolle Brennerei, eigentlich endlich so, als ich das immer wollte. Und dann haben wir unser eigenes Bauernhof da. Und das ist dann alles unseres Eigenes. Und wir haben auch keine Mietverträge mehr, keine doofe Banken, die dabei sein. Und man kann dann selbst tatsächlich das beste Produkt der Welt herstellen, ohne dass man noch etwas abtragen muss. Und ich sage immer, ich bin noch jung, ich muss wahrscheinlich noch 60 Jahre auf diese Welt, wenn die Welt dann noch da ist, aber ja, wenn die Welt noch da ist, muss ich wahrscheinlich noch 60 Jahre und dann ist das besser, noch etwas vorzuhaben. Wenn man dann jetzt schön so kleine Projekte nur noch macht, dann ja, ist auch ja, langweilig. Ja. Das ist hier ein Lebensprojekt für euch. Ja, also, das ist wahrscheinlich, ne? Also kann man ja auch einfach mal sagen, wenn man hier so rumläuft, sieht man ja, dass das ganze Ding ein Lebensprojekt ist. Ja. Irgendwie so. Also Wahnsinn. Erzählt nochmal was zu eurem Crowdfunding. Das läuft gerade noch? Ja, ja. Und wo kann man entsprechend mitmachen und was ist der Plan? Ja, das ist natürlich auch nochmal sehr interessant, wenn andere uns besuchen möchte, dann kann das, Ende dieses Jahr haben wir das Crowdfundingsfest oder Festival, das ist im Oktober geplant, seit dann ist auch die Apfelernte. Und wenn du uns dann besuchen möchtest, dann muss man mit die Crowdfunding mitmachen. Du kannst einen von unseren Bäumen adoptieren. Mhm. Du darfst selbst wählen, welche Sorte dir passt, so was für Apfelsorte du bist. Und so die Daumen drücken, dass er durchhält. Naja, wir haben schon die 2 Jahre da stehen, haben die wirklich nicht gut funktioniert, sind die schon tot. Und dann, die sind dann nicht dabei zum Adoptieren. Du kannst die tote Bäume nicht adoptieren. Dann sind, okay, haben wir noch immer 167 da. Und wir verkaufen auch einfach so Tickets für die Tag, die sind dann 100 Euro, so ein bisschen günstiger, aber dann hast du auch ein tolles Bier dabei. Ja, wenn du so Treeholder wird, dann kriegst du so für 5 Jahre jedes Jahr ein ganz besonderes Bier, nur für die Treeholder gemacht. Dieses Jahr ist das schon ein 4 Jahre alter Holländer, so ja, wild vergorenes Bier. Ja, auch für die, ja, wir haben auch ein T-Shirt noch dabei. Nenn doch nochmal den Link. indiegogo.com/lostarizen. Ah ja, sehr gut. Wir verlinken das in den Showlots. Aber du kannst das auch auf unsere Instagram oder wahrscheinlich. Aber eigentlich ist auch da, muss man nochmal sagen, so diese Idee mit der
Patenschaft für die Bäume. Ist auch wieder sehr langfristig gedacht. Also sieht man ja daran schon, dass wir das einmal für 5 Jahre, sag ich mal, diese Einbindung planen, dass die Leute ein Bier von uns bekommen, einmal im Jahr ein besonderes. Aber eigentlich wollen wir auch diesen Kreis von Leuten, die sich dafür interessieren oder die da mitmachen möchten, die ja dann schon aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem guten Grund dabei sein wollen, dass wir die auch möglichst langfristig binden wollen, weil es wird sicherlich auch noch viele andere Herausforderungen geben oder Pläne oder Projekte, das Ganze weiterzubringen. Und dann ist es eigentlich schön, wenn man diesen Kreis von Förderern sozusagen hat oder wie auch immer sich das dann weiterentwickelt, um halt weitere Projekte anzugehen. Und so planen wir auch schon so ein bisschen in die Richtung mit dieser Baumpatenschaft, dass das halt was ganz Besonderes sein soll und auch entsprechend limitiert durch die Fläche, die wir da draußen haben. Ja, und wie viele Bäume da sein, ne? Dass du dann eigentlich so eine Gruppe sammelt mit Leuten, die so Founder sein von unseres Hof. Mhm. Ja. Ihr macht eine Community hier, eine Lost Horizon Community. Ja, genau. Ja. Ist ja an sich eine wunderschöne Idee, muss ich sagen. Und überhaupt Lost Horizon als Idee auch für diese Biere, die ihr macht, das ist ja auch ganz fantastisch. Aber warum glaubst du, braucht Buddelship noch Lost Horizon? Warum braucht diese Welt noch diese teilweise eben wild vergorenen Biere? Ja, also ich denke, das ist eigentlich also ergänzt sich, ne? Das ist eine Koexistenz sozusagen. Ich habe ja die Buddelsche Biere auch ein bisschen weiterentwickelt oder sag ich mal ein bisschen überarbeitet, das Ganze überdacht und mich da jetzt insbesondere auf untergärige Biere konzentriert und weil ich einfach finde, dass das so ein bisschen einen roten Faden drin hat, so sag ich mal für den Standort wieder, für das, wo man herkommt, dass man halt dann sagt, so ich mache jetzt eigentlich nicht das, was gerade trendy ist, sondern irgendwie das, was eigentlich also geografisch passt, zum Standort passt und auch zur Story so ein bisschen und fühlt sich dann einfach irgendwie ein bisschen schöner an, finde ich, das so zu machen. Und insofern sehe ich auch keinen Konflikt, das weiterzumachen. Mhm. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht irgendwie direkt neben dem Hamburger Hafen liegt, aber es ist auch nicht so weit weg, wenn man ehrlich ist. Und insofern ergänzt sich das eigentlich ganz schön. Und dazu kommt natürlich auch, wir müssen natürlich auch sehen, wie das Ganze wirtschaftlich tragfähig ist. Und wenn man ehrlich ist, ein Pilsner oder ein Helles oder solche Biere haben auch halt einfach ein bisschen mehr Dynamik, sag ich mal, im Verkauf als jetzt die besonderen Biere, die fast gelagerten Biere. Wobei, was in 10 Jahren ist, weiß man nicht, muss man mal gucken. Aber zumindest ist es ganz schön, das auch im Portfolio drin zu haben. Gerade bei dem Fassgelagerten zum Beispiel ist es ja so, dass die Ware eben auch lange gebunden ist. Ne? Das ist ja ähnlich wie bei einem Whisky, teilweise natürlich krasser, bei Whisky, der ewig lagert. Den verkaufst du nachher für eine große Summe, aber der liegt halt auch lange bei dir rum, um es mal salopp zu sagen. Ja, ne? Das ist die Übergangsphase, bis man erstmal genug auf Lager hat. Ja. Und dann, das große Vorteil ist, dass die auch nicht so schnell schlecht wird. Das habe ich mal anerkannt mit aller Bierbrauer, die mit den New England Bierer natürlich richtig Probleme in Corona gehabt haben. Mhm. Ich als Brenner kenne das Problem nicht. Das ist total prima, wenn etwas länger auf die Flasche liegt oder lange auf ein Fass. Und das ist, sehen wir auch mit unseren wildvergorenen Bieren, dass die auch viel länger gut sein auf der Flasche oder auch in das Fass noch, wenn die eine Jahre länger auf ein Fass liegen, dass das eher spannender als problematisch ist. So, am Anfang ist das schwierig, aber jetzt mit Bier ist das natürlich richtig ein Problem, dass Bier richtig schnell schlecht wird. Eigentlich ist das untrinkbar, so die hopfigen Biere sind untrinkbar in 3 Monaten. Also untrinkbar ist jetzt ein bisschen übertrieben. Okay, für manche Leute untrinkbar in 3 Monaten. Ja klar, aber wenn du eben halt so was du sagtest, genau mit New England IPAs oder so, dann die Leute, die dafür viel Geld ausgeben, zahlen das dann nicht mehr nach 3 Monaten. Also die gucken da schon sehr genau drauf, wie frisch das ist. Also das stimmt schon, ja. Und dann bei einer Goes oder so, die 30 Jahre Haltbarkeitsdatum hat drauf, irgendwie so ist das natürlich ein bisschen entspannter. Das stimmt. Ja, ja. Es ist deutlich weniger sensibel in einer bestimmten Hinsicht, ja. Ja. Ich glaube, da sind wir eher dann, wir haben das Problem eigentlich eher so, wenn dann jetzt Ernten fehlschlagen oder so, ne? Wenn wir an dem Punkt mal sind, wo jetzt irgendwas passiert, aber irgendwie ganze Apfelernte ist irgendwie weg oder so, dann hat man ein kleines Problem. Ja. Aber wenn es erstmal in der Flasche ist, ist glaube ich gut so, dann bis dahin, ja. Ist natürlich auch eine Geschichte bei so einem Farmhouse-Projekt. Wir sind mittendrin in der Klimakrise. Absolut, ja.
Das wird ja auch spannend für euch, kann ich mir vorstellen. Ja, das merken wir ja jetzt schon. Ne? Ich meine, jetzt mal die Dürreperioden, die wir jetzt schon hatten, auch dieses Jahr, das ist schon kritisch. Irgendwie auch, und bei uns ist ja nun jetzt ein ganz, ganz kleiner Maßstab, aber wenn das mal, wenn man es mal ein bisschen größer denkt, ist das schon echt dramatisch. Hm. Ja. Wir müssen da natürlich jetzt schon auch mit planen, ne? Wenn wir Bäume pflanzen, dass die auch mit die Änderung seit in 20 Jahren haben wir 2 Grad mehr einfach. Also jetzt, wenn wir unsere Bäume planen, die hier 100 Jahre stehen müssen, müssen wir da auch mitdenken, dass die das vertragen. Genau, und ihr habt da extra entsprechende Sorten angepflanzt, ne? Ja, wir haben auch, wir arbeiten hier mit so Mittelstammbäume und die wurzeln auch viel tiefer. Mhm. So ganz viele Obstbauern arbeiten mit Spindel. Die sind so 3 Meter hoch. Mhm. Da kann man direkt so deine Apfel pflücken. Das ist natürlich auch wichtig für Tischobst, für die Obst, die man im Supermarkt kauft. Die muss schön glänzend aussehen. Mhm. Seit wir die Apfel für Brander und Bier oder Cider verwende, ist das natürlich, wie das aussieht, ein bisschen weniger wichtig. Ja. Aber das Geschmack ist wichtiger. So, deshalb haben wir auch so mehr aromatische Sorte als die Supermarktsorten. Mhm. Und das heißt dann Fallobst oder Streuobstwiese. Das kommt einfach runter und dann kann man das vergären und nutzen. Das ist so ein bisschen mehr die französische Methode, die wir dann nutzen. So nicht die deutsche Apfelwein-Methode, die man in Hessen nutzt, aber ja. Ja. Ja, ja. Und die wurzelt auch viel tiefer. Die Baum wächst so 10 Meter hoch, aber wurzelt auch 10 Meter tief. Mhm. Also wenn man längere, trockenere so Perioden hat, so wie wir gerade haben, mit manchmal mal 12 Wochen gar kein Regen, und dann sehr viel, kommt die noch immer am Wasser. Ja, ja, ich meine, wir haben ja auch den Ansatz, das ökologisch zu machen, beziehungsweise noch ein bisschen weiter gedacht, eigentlich Richtung Permakulturen und den Zwischenraum nutzen für andere Sachen, die wir bei uns so benötigen, sei es an Kräutern. Und es ist halt schon sehr ganzheitlich gedacht, ne? Und spielt das natürlich auch in diese Klimaentwicklung so ein bisschen mit rein, im positiven Sinne, dass wir da vielleicht auch irgendwo so ein bisschen uns unseren eigenen Schutz aufbauen vor solchen Entwicklungen wie Dürre oder, weiß ich nicht, sinkendes Grundwasser oder überhaupt die Bodenqualität. Und um uns herum ist leider sehr viel konventionelle Landwirtschaft und ich hoffe mal, dass wir da so ein bisschen gegenarbeiten können in der nächsten Zeit, weil irgendwie wäre es ganz schön, das Ganze, also wie du schon sagtest, mit der Community, dass man auch hier so ein bisschen versucht, irgendwie andere Leute mitzunehmen und zu inspirieren und das Ganze halt eigentlich eher ein bisschen größer noch zu machen als Thema so in der Region, weil auch hier sind sehr viele Landwirte, die oder auch Milchbauern, die wirklich kämpfen, schon längere Zeit und in diesem System drin stecken. Und ich glaube, es hilft allen, so ein bisschen da einen Weg rauszufinden. Wir haben eine ähnliche Diskussion mal gehabt oder das Thema gehabt in dem Gespräch mit Niport in Porto, die auch versuchen, die Bauern, die Weinbauern um sie herum mitzunehmen bei dieser Bewegung. Lasst uns zurückkehren zu alten Pflanzmethoden und eher so mit der Natur gucken, wie wir das irgendwie langsam umdrehen, anstatt auf ein altes Pferd zu setzen, das anfängt zu lahmen, weil die Natur nicht mehr mitspielt. Ne? Ja, das ist halt, genau, das ist jetzt schon eigentlich so ein bisschen weitergedacht, da sind wir noch nicht, aber das Potenzial, wie schon gesagt, wir haben das Land selber ja sowieso nicht, das heißt, wir sind auf andere Flächen hier angewiesen. Richtig, und, ihr werdet dazu wir haben müssen. Auch, da ist viel Interesse und wir haben mit den Leuten gesprochen und es muss halt passen, natürlich wirtschaftlich, und da muss irgendwo klar sein, okay, so und so viel brauchen wir an Gerste und da kommt man schon zusammen, aber dann schön wäre es natürlich auch gleich auf das Thema mit raufziehen nach dem Motto, wir möchten jetzt aber nicht irgendwie da konventionelle Gerste vom Feld haben, sondern es darf gerne ein bisschen was Schönes, Besonderes sein und, und da muss man dann halt ansetzen, dass zusammen auch zu wollen und dass sie da mitmachen. Und, ich denke, dass da wichtig ist, auch zu verstehen, dass was die Bauer für so ein Kilo Getreide bekommt, ist so unglaublich viel weniger, als was wir jetzt an Malzerei bezahlen für die gleiche Kilo oder Tonne. Dann. Aber so, da ist so eine große Marge drauf, dass wir, wenn wir direkt, so das große Problem natürlich, glaube ich, auch für Bauern ist, dass die nicht
nicht mitmachen wolle, aber für eine bestimmte Preise geht das überhaupt nicht. Und was ich gesagt habe, es gibt unglaublich viele Bauern, es gibt unglaublich viele Brauern, aber Metzgerei gibt es nur so ein paar. Und da liegt dann auch immer die Marge und die entscheidet, was jetzt das Problem ist. Ja. Und wenn wir direkt wieder die Brauer an die Bauer verbinden, können wir selbst zusammen so die Marge aufteilen. Mhm. Und ich denke, dass das in diese ganze so Umwelt Diskussion ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Park, so die Mittelmann, da liegt eigentlich das große Problem. Ja. Also im Grunde kleinere, separierte Lieferketten, nicht mehr diese großen, alle, ja, die, sondern ja, für euch eine schlüssige Lieferkette aufbauen, von dem dann irgendwie, von der dann auch alle fair leben können. Ja. Und am Ende kommt ein tolles Produkt raus, was dann auch wirklich ein tolles Naturprodukt ist. Genau, ja. Ja. Nächstes Ziel bei in diesem Spiel, du hast es ja schon angedeutet, wo es jetzt hingeht, aber könnt ihr so grob sagen, es gibt ein Hoffest im Oktober, was passiert noch dieses Jahr und was sind die nächsten Steps in eurer, also oder auf dem Weg zu eurer Vision? Ja, also ganz klar, ganz vorne ist das Crowdfunding, was wir jetzt gerade auf den Weg gebracht haben. Mhm. Die Finanzierung auf die Beine zu stellen für die Kläranlage und den Brunnen. Und dann natürlich auch gleich im nächsten Zug die ersten Arbeiten oder die wesentlichen Arbeiten in der Brennerei und Brauerei auf den Weg zu bringen. Beziehungsweise das haben wir schon planerisch auf den Weg gebracht, aber dass es dann auch wirklich umgesetzt wird. Da sind wir auch, also es ist wirklich manchmal ein bisschen schwierig, Handwerkerfirmen einmal zu finden, die das machen, aber dann auch welche, die dann auch kommen. Also in, sag ich mal, in einem Zeitraum von paar Monaten und nicht paar Jahren, weil wir hatten das auch schon, dass wir da über ein Jahr warten mussten, obwohl eigentlich schon ein Auftrag bestätigt war. Aber ja, es ist halt so ein bisschen die Situation gerade insofern. Das heißt, aber du kannst kein Datum nennen. Man kann kein, also ich würde gerne eins nennen, aber ich kriege ja keins. Also das wird eigentlich, wenn ich eins genannt bekomme, sage ich mal von Firma XY, heißt das noch gar nicht, dass es dann auch stattfindet und nicht ein halbes Jahr später. Ja, die Tischler hat gesagt, er fängt Ende Juli an bei mir in der Brennerei. Letztes Jahr. Das hat er ja schon letztes Jahr auch gesagt. Ja. So, eigentlich sagt er das jedes Mal, dass er hier ist, dass er anfängt in einem Monat, aber er ist noch immer nicht angefangen. Also, Nienke, ja. Wie viel Schnaps muss man da trinken, um diese Situation aushalten zu können? Ja, man hört das von jeder, die etwas plant mit Handwerker. Ist einfach, wir haben zu wenige Handwerker in Deutschland. Und ja. Der Fachkräftemangel, der ist ja eklatant. Und ja, so wir müssen einfach warten, bis die da anfangen und dann können wir das fertig bauen. Aber ja, natürlich, das ist dann dieses Jahr auch noch geplant. Aber wir hoffen wirklich, ich weiß nicht, ob das schon deutlich war, aber die Crowdfunding besteht, deshalb wir die Abwasserung fertig machen können. Mhm. Und das ist eigentlich das größte Punkt, was jetzt noch fehlt für unsere Genehmigung. So, wir müssen die Abwasserung so richtig gut machen und dann auch die Brunnen dabei, so die Wasserversorgung und die Wasserablauf, beide Seiten. Und dafür brauchen wir die Crowdfunding. Und wenn wir das dann haben, können wir das auf die Beine stellen und können wir dann auch eigentlich die anderen so Bauarbeiten sind ein bisschen kleiner, sind einfach viel Arbeit. Aber ja, so, das hast du schon hier gesehen, Streicher und Flieser und solche Sachen machen wir einfach alles selbst. Mhm. Können wir auch selbst machen. So, dass, ja, die Reste so anbauen, würden wir das selbst auch machen. Machen wir schon jedes Tag etwas. Ja. Was macht ihr, wenn das Crowdfunding nicht funktioniert? Also ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber die Möglichkeit ist ja da. Nicht jedes Crowdfunding funktioniert. Habt ihr einen Plan B? Na, ich weiß nicht genau. Also, dass es nicht funktioniert, es wird so oder so in Teilen funktionieren, weil wir das Funding so auf die Beine gestellt haben, dass ist jetzt, du hast es, glaube ich, im Detail besser, kannst du vielleicht besser erklären, wie das genau funktioniert. Ja, auf Deutsch ist das eben schwierig, ne? Das hast du schon gehört. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist aber, so, dass es kein Alles- oder Nichts-Crowdfunding, wenn man das, die 80.000 das Ziel nicht erreicht, sondern wir können im Prinzip mitnehmen, was reingekommen ist. Das heißt, es ist also schon mal nicht so, dass es irgendwie komplett durchfallen wird. Gibt halt bei Indiegogo, glaube ich, gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das so zu machen. Und
Ja, der Plan B, wie ich hatte ja schon gesagt, also wir haben auch Kontakt natürlich mit Banken auf dem klassischen Weg. Ist natürlich nicht so, nicht so toll im Moment gerade, zinstechnisch. Und insofern würden wir das natürlich gerne vermeiden. Aber ich sag mal, das wäre dann jetzt mal ein Plan B, wäre über den Weg zu gehen. Dann sieht man aber auch erst nach dem Crowdfunding, was jetzt genau noch zu finanzieren wäre. Ja, das wären so die beiden Möglichkeiten. Wir sind jetzt nicht konkret auf einer Suche nach einem Investor oder so. Wenn sich einer aufdrängt und das Ganze spannend findet, einfach gerne mal melden. Aber nur ganz leise Investoren brauchen wir. Das heißt natürlich nicht, dass wir irgendwie abgeneigt sind, weil im Prinzip generell, wenn jemand da die Story gut findet und das Ganze unterstützen möchte, wären wir jetzt die Letzten, die sagen würden, nee, wollen wir nicht. Aber wir suchen jetzt keinen klassischen finanziellen Investor, sondern es ist halt schön, wenn jemand sagt, so, das ist genau, ich habe auf sowas Bock und finde die Idee so toll und will euch dabei unterstützen, dann ist das, kann man gerne reden. Ne? Aber wir sind jetzt halt, wie gesagt, nicht so auf Anteile verkaufen aus, sondern haben eigentlich schon die Überzeugung, dass wir das irgendwie selber schaffen. Und ja, das wären jetzt halt A, Crowdfunding, B, Finanzierung und dann sehen wir mal weiter, wie es jetzt läuft, sag ich mal. Ja, aber wenig, dass es vielleicht dann auch nochmal, wenn die Crowdfunding funktioniert, würde das die schnellste Methode für uns sein. Und dann würden wir auch wieder am schnellsten produzieren. Also das ist natürlich, ja, für uns eigentlich, ja, hoffentlich funktioniert das deshalb. Fehlt euch das, der ganz normale Arbeitsalltag, dass man morgens in eine Brauerei geht, vielleicht sogar jemanden hat, der auf einen wartet. Ich weiß nicht, ob ihr gerade auch Menschen habt, die ihr beschäftigt in der Brauerei, dass man so einen ganz normalen Arbeitsalltag hat, Bier produziert, Schnaps macht, Geneva produziert. Ja, das vermissen wir natürlich beide. Ne? Abends nach Hause kommt und sein Tageswerk gemacht hat. Ja, wir haben das vorher gemacht und ja, das, ich vermisse normales Produktion. Ja, vermisse ich ein bisschen, aber du auch. Ich glaube, Simon hat das erstmal so gut gefunden für 2 Jahre, so Pause zu machen. Ich glaube, so ein bisschen Routine kann man wieder nicht schaden. Es ist jetzt die letzten Jahre echt sehr viel Achterbahn gewesen. Mhm. Insofern freut man sich da schon drauf, das ist richtig. Ja. Mhm. Aber das Schöne ist auch, dass wir uns das dann doch relativ gut selber gestalten können, wie das aussieht. Und der Weg von zu Hause zur Arbeit ist ja nicht so weit. Allerdings haben wir natürlich auch noch Kinder und die haben da noch ein Wörtchen mitzureden und wie sich das dann alles gestaltet. Aber ja, das wird auf jeden Fall nett, wenn wir dann irgendwie so weit sind, dass wir sagen können, so 8 Uhr, ich muss dann mal eben nach nebenan brauen. Ja. Oder 6 Uhr. Und überhaupt wieder selber die Anlage in Betrieb zu nehmen. Das muss doch auch total seltsam sein, das jetzt so aus der Hand gegeben zu haben über so einen Zeitraum. Das ist eigentlich echt anstrengend, ehrlich gesagt, wenn man das so, nicht komplett außer Hand, aber man ist da schon so ein bisschen auf Hilfe von außen angewiesen und das ist keine Hilfe. Naja. Man bezahlt dafür. Ist ja, richtig. Man nimmt das ab, irgendwo ein Dienst. Ja, eine Dienstleistung, aber die, gut. Mit wem brauchst du da in Berlin? Willst du das noch sagen? Das ist überschaubar im Moment wirklich, aber ist einfach, um wirklich dabei zu bleiben, ne, am Markt zu bleiben mit den Bieren. Und welche Brauerei ist das? Verschiedene. Also ich habe jetzt eigentlich in Berlin alle durch, fast. Ich tanze mit alle. Ja, aber letztendlich hat es auch ein bisschen geholfen, um das Ganze noch in meinem Kopf weiterzuentwickeln. Und mal sehen. Also so war das auch nicht geplant, dass das so lange dauert. Wie gesagt, jetzt haben wir schon seit 2 Jahren sind wir hier, über 2 Jahre schon das Ganze am Laufen und dann wollen wir hoffen, dass es vielleicht nach 3 Jahren dann soweit ist. Dann kommt Buddelschiff wieder mehr. Lost Horizon konntet ihr ja schon laufen lassen. Du sagst ja so verschneiden und ja, das haben wir jetzt. Das konnte man ja schon machen. Richtig, das läuft ja schon länger, aber wir haben das jetzt auch, sag ich mal, im neuen eigenen Gewand mit den neuen Labels und der Name stand ja schon länger fest, aber jetzt haben wir auch endlich dann im Prinzip die Marke optisch rausgebracht, sag ich mal, mit den schönen Etiketten, die handgestempelten Etiketten und dass das alles ein bisschen einheitlich und klarer rüberkommt mit dem neuen Logo. Das ist auch, glaube ich, hilft auch nochmal, das Ganze so ein bisschen hervorzuheben. Die Fässer stehen, das Kühlschiff liegt darüber noch zerlegt. Mhm. Das muss noch zusammengefügt werden. Ja. Was hingegen schon funktioniert, ist die Solarenergie. Ja.
Die hatten wir schon hier zum Glück und die kamen mit. Sehr gut. Aber die, ja, die finden wir natürlich auch ganz klasse und das passt ja wunderbar rein für das, was wir hier so vom Nachhaltigkeitsaspekt sowieso machen möchten. Und ich glaube, jetzt irgendwie 100% autark zu werden hier mit Energie, weiß ich nicht, ob das machbar ist, aber auf jeden Fall ist es natürlich schön, wenn wir so viel wie möglich an Solar benutzen können und Pläne gibt es auch für Biogas und solche Sachen und das wollen wir mal sehen. Was meint ihr, wie ihr euch fühlt, wenn erstmal das erste Bier in diesem Kühlschiff so liegt? Wie wird dieses Gefühl sein? Und gleich mit reinspringen. Vielleicht bringt das auch noch interessante Hefesorten. Ja. Das wird eine sehr interessante wilde Vergärung. Ja. Nee, ich würde super froh sein, wenn das einfach, das ist, wenn die erste Tropfer aus einer der zusammen gemachten Brennblase fließt, dann das würde die Traum sein. Ja, besser als ein Kind bekommen. Nee. Es tut mir leid, Kids. Ja, die Geburt von meiner ersten Lost Horizon Spirituosa ist auch weniger schmerzreich. Ne? Hoffentlich. Ja, hat aber länger gedauert. Länger gedauert, ja. Das ist meine längste Schwangerschaft. Das ist sehr schön. Möchtest du die letzte Frage stellen? Genau, wir haben immer eine Abschlussfrage. Das ist die Frage nach dem Bier für die einsame Insel. Also das Desert Island Bier. Habt ihr da was, wo ihr sagen würdet, wenn ich auf einer Insel wäre und das ist das einzige Bier, was es da gibt für die nächsten Jahre, das ist das Bier, das ich dann immer trinken möchte, jeden Tag? Gibt es da was bei dir, Simon? Ich glaube, das wäre ein Pilz. Und hast du auch irgendeinen Pilz, also einfach nur so, einfach irgendeinen Pilz? Oder hast möglichst du mein eigenes. Okay, das ist doch schon mal eine Ansage. Doch, ja, da hätte ich nichts gegen. Und bei dir, Nienke? Ja, ich würde natürlich ein Spirituose mitnehmen, seit das Bierwort schlägt. Und wenn ich ganz lange da bin, dann habe ich viel länger etwas Gutes zu trinken. Das ist natürlich auch ganz gut. Das Bier ist immer oder frisch. Oder ist das da. Zu praktisch? Es ist ein bisschen, genau. das Bier wäre immer frisch da. Also wenn du dir ein Bier aussuchen müsstest. Also das kommt. Das ist aus irgendeinem Grunde immer frisch da. Du hast jedes drei Magic Wochen. Island. Genau. The Magic. The Die nehme ich zwar nicht wieder mit, aber das Bier kommt. Ein Bier, was ich dann mitnehme. So, ja, ich würde, denke ich, ich hoffe, dass wir das so etwas selbst dann brauen würde in der Zukunft. Aber dann würde ich vielleicht eine De Troch-Göse mitnehmen. Mhm. Alles klar. Gutes Bier. Für Müdigkeit bleibt keine Zeit, für Visionen schon. Also wenn ihr wissen wollt, was ein Lebensprojekt sein kann und wie das genau aussehen kann, dann fahrt nach Frelsdorf. Ja, wirklich extrem beachtlich. Also ich habe ab und an schon mal Leute erlebt, die halt so einen Hof ausgebaut haben und wo man dann zu Besuch war und die dann auch erzählten, ja, hier wird noch dies ausgebaut und dann kommt das noch dazu und die so sukzessive immer ein Zimmer nach dem anderen bewohnbar gemacht haben. Und das ist ja meistens schon ein Prozess von Jahren und davor hatte ich schon einen riesen Respekt, aber das haben sie ja und dazu kommt ja noch eben die Nummer mit der Brauerei und mit der Brennerei. Wirklich extrem beachtlich. Also ich finde es auch toll, wie sie das durchziehen und was sie für eine Power dabei haben. Ja, also es ist wirklich eine Ansammlung an so vielen multiplen Baustellen. Ja. Das ist eine Priorisierung, würde mir da schwerfallen. Mhm. Und ich finde das, ich gebe dir vollkommen recht, ich finde das auch wirklich sehr, sehr bewundernswert. Also Hut ab. Die Crowdfunding-Kampagne von Lost Horizon läuft noch bis zum 14. August. Wir haben euch das in den Shownotes verlinkt, wenn ihr sagt, ihr möchtet euch das gerne anschauen und ihr möchtet am Founders Day auf diesem Hoffest oder bei diesem Hoffest dabei sein. Oder vielleicht gar Pate von einem Baum werden. Yes, von einem lebenden Baum. Das fand ich sehr schön. Sie sagten, nein, die toten Bäume, die kann man nicht adoptieren. Nein. Ihr könntet den lebenden Baum adoptieren. Genau. Dann schaut doch da mal vorbei. Wie gesagt, wir haben euch das in den Shownotes verlinkt. Ihre Biere kann man allerdings jetzt schon genießen. Und sowohl Buddelship als auch die Lost Horizon, die ersten Lost Horizon Biere, als auch natürlich Nienkes Geneva Spezialitäten sind auch wirklich ganz tolle dabei. Und zwar in Hamburg in der Bar Orlam. Das ist ihre Bar hier in Hamburg. In der Neustadt in den Kohlhöfen. Und zwar Kohlhöfen 29. Ja.
Auch das findet ihr in den Shownotes. Ist immer ein Ausflug wert. Super, super netter Laden, ja. Was haben wir jetzt noch, Stefan? Wir haben natürlich wie immer Termine. 23.8. Meet the Expert mit Wildwuchs und Elbgold. Sie stellen ihr gemeinsames Kaffeebier vor und zwar im Braustädtchen in Hamburg. So, und dann in den Norden von Hamburg am 5.8.23. Da gibt es im House of Superfreunde einen Bagel Brunch und dazu einen Lagerverkauf im House of Superfreunde in Norderstedt. 18.8. bis 20.8.2023 Street Food Festival in Kiel auf dem Rathausplatz. Da gibt es leckeres Street Food und dazu natürlich auch Craft Beer, wahrscheinlich auch von Lille. Cool. 21.8. bis 27.8.2023, das ist die Belgian Beer Week und zwar ist die in Trier, ne? Trier, ja bekannt geworden durch unseren Hopcast-Jingle, in Trier und zwar im Blesius Garten und das Ganze wird betreut von Biersommelier Andreas Gnifke. Schöne Grüße, Andreas. Ja. Das wird bestimmt super. Natürlich, Trier kannte vorher kein Mensch. Nein, Trier war praktisch ein Loch auf der Landkarte, ein blinder Fleck, ein blinder Fleck. Das Peinliche ist, dass wir immer noch nicht da waren. Und also zumindest nicht, seitdem wir das mit dem Bier machen. Ich war schon mal in Trier, aber... Ich auch, aber nicht als Podcasterin. Ja, das stimmt. Wir müssen da mal hin. Wir wurden auch schon angeschrieben. Wir müssen da mal hin. Ich bin durchgefahren letztes Jahr. Ja, immerhin hättest du mal aussteigen können. Ja, aber ich war ja auf dem Weg. 1.9. bis 10.9. Berlin Beer Week in, Achtung, Überraschung, Berlin. Oh, wow. Und tatsächlich, das überschneidet sich zumindest am ersten Wochenende, nämlich am 1.9. bis 2.9. mit der Lingener Bierkultur und zwar in schön hier in Lingen. Immer noch schön hier in Lingen. Genau. Grüße, liebe Grüße an Markus. 2.9.2023, das wird ein starkes Bierwochenende offensichtlich. Oh, Craft ja. Beer Day in Norderstedt. Da bist du gar nicht mehr da, ne? Aber da könnte ich hinfahren. Stimmt, ich bin da schon in Lissabon. Du bist in Lissabon, ne? Ja. Genau, und wir haben in Hamburg nämlich auch eine Beer Week. Ist ja nicht so, dass wir sowas nicht auf die Reihe kriegen hier. Und zwar vom 13.9. bis 18.9. Das Besondere, in diesem Jahr ist sie Teil eines Food Festivals, Open Mouth. Da wird es ganz viele Neuerungen geben. Wir werden in der nächsten Folge darüber berichten. Deshalb hier eine kleine Bitte. Wenn ihr Fragen habt zur Hamburg Beer Week und ihr sagt, das möchte ich von den Machern und Macherinnen der Hamburg Beer Week erfahren, schreibt uns eine Mail an cheers@hopcast.de und das bitte bis zum 15. August. Und wir nehmen eure Frage in den kommenden Podcast auf. Ja, cool. Und guck mal, jetzt sind wir wieder in Trier. 13.10. bis 14.10.2023, da ist das 9. Trierer Bierfestival. Wo? In Trier. 14.10.2023, Brauen für Frauen mit Hobbybrauerin Michal im Braumarkt in Hamburg. Ach cool. 16.09. bis 3.10. in München, das 188. Oktoberfest. Tada, tada. Und hier wieder die Frage, Stefan. Ich war noch nie da. Ja. Warst du schon da? Nee, leider auch noch nicht. Ich bin zumindest einmal eingeladen gewesen von Paulana. Es und kommt wieder die Geschichte. Die Geschichte und ich konnte aber leider nicht. Also beziehungsweise die anderen Jungs wollten auch nicht fahren. Ich hätte sogar gekonnt, aber alleine hatte ich dann auch keinen Bock aus Hamburg. Muss man da mal hin? Ich weiß es ja nicht. Viel teures Bier in Riesenkrügen, das schal wird. Wir erinnern uns an diesen Skandal im letzten Jahr, da wurde sogar gepanscht in einem Zelt. Ja, da gab es zumindest diesen Film, ne, in Social Media oder auf Social Media, genau. Ja, das sah schlimm aus. Das darf man natürlich jetzt nicht allen unterstellen. Interessant ist natürlich auch, wie viel teurer als im letzten Jahr die Mast dann halt wird auf dem Oktoberfest. Das ist interessant. Interessant ist, ob es wieder diesen Wahnsinnsaufstand gibt, weil immer mehr vegane Spezialitäten dort kommen. Das ist für den ein oder anderen Bayern und für die ein oder andere Bayerin ja nicht leicht zu ertragen anscheinend. Nein, nein, das ist richtig. Da wird ja sehr diskutiert. Staatsvertreter, Landesvertreter sagen, das geht ja gar nicht. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf, wieder auf diese Diskussion. Und richtig gespannt bin ich, wann denn Giesinger da mal mitspielt. Ja, das ist eine gute Frage. Er darf ja jetzt. Er dürfte jetzt, ja. Mhm. Ja, ja, das ist richtig. Ja, mal wird sehen. Wir behalten das im Auge. Ich glaube, er wird sehr gerne.
Aber muss man natürlich volumentechnisch erstmal genau, hinkriegen. Genau, das muss man volumentechnisch hinkriegen, ja. Da wird ja ganz gut was weggehauen auf diesem Oktoberfest. Okay. Dann noch ein kleiner Hinweis, ohne festen Termin, nur so ein kleiner Tipp. Für alle, die Anders Ale in Lübeck liebten, der Brauer Udo hat uns geschrieben, der braut jetzt für den Brauberger in Lübeck. Also wenn ihr da mal vielleicht hingehen möchtet, um ihn und seine Biere zu treffen, seine Biere zu trinken, ihn zu treffen, macht das gerne. Danke Udo für deine Post und den Hinweis. Er sagte, kommt doch mal vorbei. Können wir, das haben wir als Thema auf jeden Fall im Kopf. Ja. Und wir besuchen ihn da bestimmt. Und ich freue mich, dass er da untergekommen ist. Ja, sehr gut. Und dann habe ich noch einen ganz besonderen kleinen Hinweis für alle Filmfreaks. Ich bin ja einer, ich gehe ja wahnsinnig gerne ins Kino. Auf dem Filmfest Hamburg, das findet statt vom 28. September bis zum 7. Oktober, wird erstmals der neue Film von Ken Loach gezeigt. Ken Loach, sagt dir das was, Stefan? Ken Loach sagt mir was, ja. Yes, das ist im Grunde der Chronist der britischen Arbeiterklasse, wenn man so will. Er ist ein Meister des Sozialdramas. Er hat großartige Filme gedreht wie Sorry, We Missed You. Danach möchte man nie wieder irgendwie was online bestellen. Ach, den habe ich leider nicht gesehen. Du hast den gesehen. Oh, ja. Der ist wirklich krass, wahnsinnig toll erzählt. Oder ganz toll auch, ich, Daniel Blake, ist auch eine ganz fantastische Geschichte. Also sehr menschlich, sehr in die Tiefe, tolle Themen. Und dieser meisterhafte Erzähler hat ein neues Thema, einen neuen Film, der startet offiziell im November, am 23. November im Kino. In Hamburg kann man ihn im Rahmen des Filmfestes schon früher sehen, nämlich eben 28. September bis 7. Oktober in diesem Zeitraum. Der Film heißt The Old Oak und er spielt in einem alten englischen Pub, der nämlich genauso heißt, The Old Oak. Und der war einst Treffpunkt in einer blühenden nordenglischen Bergbaugemeinde. Ja. Und nach 30 Jahren des Niedergangs steht jetzt auch dieser Pub vor dem Niedergang. Und es stehen ihm harte Zeiten bevor. Und der Wirt versucht händeringend, den Pub zu retten. Mhm. Vor dieser Kulisse werden, denke ich, sehr viele Themen wie Transformation, aber auch Migration verhandelt. Das wird sicherlich ein ganz, ganz toller Film. Und er spielt in einem englischen Pub. Und wir wissen, die englischen Pubs haben es gerade auch nicht leicht. Das stimmt. Und ein Pubsterben gibt es da ja auch, ne? Das ist so krass, weil ich verbinde das so stark mit der englischen Seele, mit der englischen Kultur. Ja. Dieses, ich komme von der Arbeit und gehe schnell nochmal ein Bier trinken und dann gehe ich weiter. Ja. Also, England ohne Pub? Ja, schlecht vorstellbar, ne? Absolut seltsame Vorstellung. Wir verlinken euch auch diesen Tipp in den Shownotes. Vielleicht hat die ein oder andere von euch Lust, sich diesen Film anzuschauen. Ja, und überhaupt würde ich sagen, sind wir damit fast durch. Ja. Ihr findet uns auf, hier kommt der Werbeblock, ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram, ihr findet uns auch auf Steady. Dort könnt ihr uns unterstützen. Ihr könnt uns im übertragenen Sinne 1 bis 2 Biere im Monat ausgeben. Ihr könnt uns für 5 Euro und für 10 Euro im Monat unterstützen. Und wenn ihr sagt, dass diese Arbeit so ganz, ganz großartig ist und ich möchte, dass die Leute weitermachen, ihr helft uns, diesen Podcast besser zu machen und solche Geschichten wie einen Podcast in Augsburg beim Roten Pony oder Guckenbräu in Südtirol überhaupt erst zu ermöglichen. Wir arbeiten immer wieder mit Sponsoren, wenn es passt, aber man kann sagen, dass dieser Podcast ein leidenschaftsgetriebenes Objekt ist. Absolut. Und insofern danken wir euch für den Support. Wir danken jetzt schon unseren Supportern. Oliver, Tobias, Florian, Marcel, Live, Volker, Patrick und Lothar. Vielen Dank. Wir danken allen, die uns unterstützen, entweder mit Geld, aber auch dafür, dass ihr für uns laut seid, dass ihr unseren Podcast empfehlt, dass ihr die Folgen teilt und ganz wichtig, dass ihr uns bewertet, dass ihr den Podcast abonniert und dass ihr uns bewertet. Das hilft uns nämlich, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, dann trinken wir irgendwann alle besseres Bier. Hurra! Yes. Dieser Podcast ist ein Original-Podcast von Sounds & Pots in Hamburg. Ihr erreicht uns entweder auf einen der gängigen Kanäle, die ich gerade nannte, oder über die E-Mail-Adresse cheers@hopcast.de. Denkt an unsere Frage, was wolltet ihr schon immer über die Hamburg Beer Week wissen?
Der nächste Podcast erscheint am 25. August 2023. Stefan, dann sind wir schon verheiratet. Dann sind wir verheiratet, tatsächlich. Das ist richtig. Ja, wir heiraten am 11. August. Noch eine Frage an euch. Welches Bier würdet ihr zu einem Ereignis wie diesem trinken? Was empfiehlt ihr uns? Womit sollten wir anstoßen? Vielleicht auf dem Altonaer Balkon. Zum Beispiel. Aber jetzt nicht irgendwie sowas Langweiliges wie Bohnen, Mariage, Parfait oder so. Ich meine, das ist ja nun Selbstgänger. Das ist richtig. Nein, also wir erwarten da schon mehr von euch. Genau. Also so richtig Gutes, ne? Also das ist die Challenge, Leute. Sucht das Bier für unsere Hochzeit. Wir würden uns sehr über richtig gute Tipps freuen. Genau. Die gehen bitte an cheers@hopcast.de. Genau. Und ansonsten sagen wir für heute Tschüss und bis bald. Ahoi. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins.